Check, check. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir reagieren heute wieder auf First Dates. Was denn sonst? Wir brauchen wieder ein paar neue, schöne, cringe Momente beim Daten. Und deshalb gehen wir heute in dieses Video rein. Für alle, die mich nicht kennen, was geht? Mein Name ist Zeddo. Ich bin 25 Jahre alt inzwischen. Das ist auch hart. Als ich angefangen habe, mich in meinen YouTube-Videos vorzustellen, war ich 20 oder so. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr hier gelandet seid. Und falls es nur ein Versehen war, ey, nicht schlimm. Es gibt immer ein erstes Mal. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten geben wir RTL Plus noch Shoutouts dafür, dass wir auf diese Folge hier reagieren dürfen. Checkt es gerne aus, Links in der Videobeschreibung, falls ihr die kompletten First Dates Folgen sehen wollt oder falls ihr allgemein mehr Trash TV sehen wollt. Auf RTL Plus gibt es wirklich alles. Wirklich hier von vorne bis hinten alles. Und ich mein's, wie es ist. Und wenn ich für RTL Plus Werbung machen kann, kann ich auch in eigener Sache Werbung machen. Und wir gehen sofort, versprochen, wir gehen sofort rein. Wir sind Zeddo. Und meine Wenigkeit, ich bin Laura. Und wir machen die 36 Fragen eigentlich zum Verlieben. Da hat ihr gesagt, nee, ich gehe nicht mit dir nach Hause. Mädels haben oft in ihrer Bio Amazon-Link. Ey, ganz auch ehrlich? Habe ich aber auch mal bestellt für ein paar. Nein. Denkst du, wir bumsen oder warum hast du die Tür so langsam? Das meine ich nämlich, ich kann dieses Phänomen, warum Frauen knackig suchen, verstehen. Also du sagst so, jetzt der im Knast. Mm. Oh. Au. Oh nee, das ist ja das größte Ick, was ich in meinem Leben hatte. Darüber mache ich TikTok. Schwitzige Hände, mein Ick. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns an, was das Dating-Universum für uns bereithält. Let's go. Oh mein Gott, wie soll ich da echt reingehen? Barfuß. Ich bin hier, weil ich Bock habe, eine neue, schöne, sympathische Frau am... Der war barfuß, oder bin ich blöd? ...der Seite kennenzulernen. Hi. Servus. Hi. Ich bin der Roland. Hi. Hier ist Lass ja keine Gläser fallen heute, ja? Was soll das? Was denn? Ja, du hast keine Schuhe an. Was denn? Tu jetzt nicht so, als ob das völlig normal wäre, dass du keine Schuhe an hast. Ich bin Manns genug, um es machen zu können. Draußen auch oder nur hier drinnen? Draußen auch. Ehrlich? Ja, dann bist du wirklich Manns genug. Ich bin sehr offen, ne? Offen und versuch schon so ein bisschen rauszukitzeln, wie weit man gehen hat portugiesische Wurzeln. Kann und wie sind die Menschen, wie reagiert wer worauf? Für was bist du hier? Um schönes Essen zu sehen und schönes Essen zu essen, schöne Damen zu sehen und natürlich die Dame fürs Leben kennenzulernen. Liebe ist für mich... Der hat ganz komische Züge. Der gibt mir so ein bisschen Vibes von, wie heißt der mit den Parfums? Jeremy Fragrance. Liebe ist für mich Wahrheit, Loyalität, Passion. Na dann, ja, auf der geht's. Der Mann ist auch ein Hübscher, ne? Habt ihr super ausgesucht, den dritte Ecke. Magst du ihn? Wow. Wow. Also ja. Das kann schon eine Frau sein, oder? Es soll eine Frau sein. Ich liebe Kinder, ich liebe Familie gründen, ich will Familie gründen, ich will heiraten, weil ich selber keine Familie hatte. Ach nee, das ist ja voll Emo, Alter. Wie ist der Name? Mein Name ist Roland. Roland. Ich hab mich da schon Was redet der? Ja. Ja, vorher, ist schon lange her. Wunderschön. Geiler Typ bist du. Sofort aufgefallen. Ja. Danke. Und, setz dich mal her. Ach, hier sitzen wir. Hier sitzen wir. Hier du sitzt hier und wartest mal auf Nicole. Aha. Ach, okay. Geil. Frauen feiern an mir meine Spontanität, meine stumpfe Art, meine Offenheit und meine freundliche Art gegenüber fremden Menschen. Wenn ich im Bus sitze und Hallo sage, die sagen, hey, kennen wir uns? Nein, wir kennen uns nicht. Es war einfach nur ein Hallo. Nichts mehr, nichts weniger. Okay. Der überkorrekte Boss anscheinend, ne? Ich ziehe mir jetzt auch meine Schuhe an. Hallo. Oho. Guten Tag. Hallo, Nicole. Mein Name ist Nicole. Mir gefällt optisch an ihr ihre Beine. Und generell, die Figur ist schön. Ich habe ein Date mit ihr.
Der Bruder. Junge, was ist das denn gerade? Ich habe das Gefühl, er spielt eine Figur. Also so eine Kunstfigur. So, dass er, oder? Meint er das ernst? Ich bin gespannt, wie der jetzt mit ihr umgeht. Aber sein Drink sieht sau lecker aus. Ne? Ich habe gerade gegessen, habe nichts zu trinken hier oben. Ich muss dafür extra runterlaufen. Das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Aber ich werde es nicht runterlaufen. Werde ich nicht machen. Ach du Scheiße, jetzt lässt er mich auch noch alleine. Du bist schon bereit, oder? Für was Verrücktes. Total. Ja, schön. Schön lackiert, die Fußnägel. Hallo. Guten Tag. Nicole, mein Name. Hi, ich bin Percy. Schön, dich kennenzulernen. Ja, auch so. Setz dich. Bitte. Dankeschön. Mein erster Eindruck war ein Hui. Denn ich habe ja sehr schnell gesehen, dass er keine Schuhe anhatte. Und da war ich gespannt, was mich noch erwarten würde. Seine Sohlen sind viel zu sauber dafür, dass der draußen auch ohne Schuhe rumgelaufen ist. Maximal Cap hat er sich vorher ausgezogen. Big Cap, sage ich euch ehrlich. Fragen, welchen Hintergrund es hat, dass du keine Schuhe trägst? Das ist ein bisschen so ein Gefühl von Freiheit. Mhm. Den ich gerne auslebe. Mhm. Was machst du in deiner Freizeit? Philosophieren ein bisschen auch. Nachdenken über das Leben. Menschen kennenlernen. Und Menschen analysieren. Deswegen guckst so du wie auch du sehr, jetzt. Sehr intensiv, ne? Findest du? Mhm. Ich begegne öfter mal Menschen, die mich so angucken. Von daher, ich glaube, dass es eine reine Fixierung, vielleicht auch eine kleine Provokation war, um zu gucken, wie ich darauf reagiere. Das ist mir aber nicht fremd. Warum knattert's hinter mir? Ist da jemand? Dann trau dich wenigstens hier hoch! Jawoll! Ich glaube, ich muss meine Schuhe auch noch ausziehen. Geil! Und dann passe ich mich euch an mit der Freiheit. Mach doch! Dann sind wir ein Dreier gespannt, okay? Wow. Oh nein. Anlassen, oder? Die lasse ich an, weil sonst ist es zu kalt. Ich habe meine Schuhe in der Tat auch ausgezogen, weil ich gedacht habe, Mensch, zwei Menschen ohne Schuhe, stört mich überhaupt nicht, auch meine Schuhe auszuziehen, dann mal los. Okay, ich glaube, sie wird ein guter Gegner für diesen Dude. Ich glaube, sie wird sich in diesem Blind Date verhältnismäßig gut schlagen. Weil sie ist schlagkräftig. Ja, das war's. Da habe ich angefangen, sie sympathisch zu finden, weil sie einfach genauso offen, spontan ist und mega cool. Jetzt sind beide auf einem Level. Das unten ohne Date kann starten. Na dann, auf geht's. Und wie fühlen sich Percy und Nicole? Jetzt bin ich sind gespannt. Die beiden 26-Jährigen locker und befreit, so ohne Schuhe? Prost. Wow, Prost. Auch geil, wie der Nachbartisch direkt geguckt hat, ne? Ich lieb das auch. Also ich lieb's, solche Menschen, die so komplett ihr Ding machen und einfach so drauf scheißen, was andere denken. Und ich finde das auch gut. Jeannie ist zum Beispiel so eine. Da würde ich sagen, die ist sehr, sehr ähnlich. Die gibt sehr, sehr wenig darum, was um sie rum passiert. Aber andererseits denke ich mir auch so irgendwie zurecht, dass die Menschen gucken. Ich würde auch komisch gucken, wenn jemand barfuß an mir vorbeiläuft. Einfach, weil es nicht normal ist. Genauso wie man am Anfang Leute komisch angeguckt hat, am Anfang von Corona, die Masken getragen haben, bis dann Maskenpflicht war. Dann war es normal. Eine gute Zeit. Ja, auf jeden Fall. Erzähl mal so ein bisschen, was machst du am Wochenende oder in deiner Freizeit? Am Wochenende bin ich so auf diesem Move. So, das sind die Speisen für heute. Wenn ihr Fragen habt, oder habt ihr auf Anhieb schon irgendwelche Fragen? Ich habe mich auf Anhieb schon entschieden. Ja, echt? Ach, das ging ja schnell. Wow, bei dir. Ich entscheide mich auch dann. Das oberste. Zweite. Arancini. Lachs. Lachs. Bandnudeln. Sehr gerne. Dankeschön. Gute Wahl. Danke. Erzähl von deinem Wochenende. Es ist so weird. Dieses Date ist so creepy. Ich finde, sie sieht irgendwie nicht aus wie 26. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ihr Alter ist eine Lüge. Aber ich bin auch irgendwie, was das angeht, kann sowas so schlecht einschätzen. Was hast du gerade gesagt? Auf deinen Moves? Ich bin dann in meinem Flow. In deinem Flow? Ich schreibe Texte. Ich bin so lyrisch veranlagt. Ich auch. Ach Quatsch. Nee, wirklich. Also, da haben sich ja zwei gefunden, oder wie ist das? Was schreibst du? Ich schreibe das, was mich gerade so beschäftigt, auf und lasse es dann raus. Mhm. Manchmal schreibe ich mir die Frust aus dem Leib.
Okay. Ja. Wie ist es bei dir? Ich schreibe vorwiegend abends oder in der Nacht. Ich reflektiere total gerne, wie die Menschen miteinander umgehen. Also ich beschäftige mich zum Beispiel viel so nebenbei mit Psychologie. Zum Beispiel über emotionale Intelligenz. Also Scheiße, sie ist maximal schlau, ne? Das hört man ja direkt schon raus. Alter. Sie ist Endlevel. Gerade so ein Bereich, der für mich interessant ist, aktuell. Mit jeder Erkenntnis über sie habe ich mich immer mehr erfreut, positiv. Wie geht die Menschen miteinander um? Wen kann ich wie am besten wahrnehmen? Wo liegen unsere ursprünglichen Kraftzentren eigentlich? Sowas halt. Also ich habe jetzt zwei Begriffe gehört, die ich vorher noch nie gehört habe. Einmal emotionale Intelligenz in der Verbindung, in dem Kontext, noch nie gehört. Intelligenz und emotional, klar, aber emotionale Intelligenz, sehr interessant. EQ, gibt ja EQ und IQ. Ja, ja, klar. Der EQ ist die internationale international. Ja, was die überhaupt nichts, ey. Das EQ-Dilemma ist langsam verdaut. Klappt's jetzt besser bei unseren schullosen Literaten Percy und Nicole? Du schreibst in deiner Freizeit. Und was machst du sonst noch so? Dann nehme ich die Texte auf und mach daraus einen Song. Wie, du machst daraus Songs? Ich habe jetzt einen Produzenten. Der Typ ist doch maximal Bluff. Oder der will hier einfach nur Promo machen für seine komischen Songs. Das kann auch sein. Aber der ist auf jeden Fall maximal am Bluffen. Drop da mein 16er rein, Diggi. Der feuerrote Morgen verblendet mir die Sorgen. Mein Bett fühlt sich geborgen. Wer sind deine Zuhörer? Zielgruppe ungefähr so, ja. Von ab 15, 14, 15 bis... Ach, locker. Bis Open End. Meine Oma feiert auch ein paar Songs von mir. Ich führe wieder Krieg, suche nach dem Lebenssinn. Erzähl mir keine Flause, mein Körper braucht eine Pause. Zeit kann man nicht kaufen, wo ist meine Seele hin? Vielleicht hat sie sich verlaufen, wie in jene, meine Gene. Okay. War jetzt gar nicht mal beschissen, ne? Also, beschissen sieht anders aus. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, dadurch, dass er mich am Anfang ja sehr fixiert hat... Ich glaube, er nimmt sie einfach nicht ernst. Ich glaube, das ist einfach das komplette Ding an dem ganzen Date hier gerade. Dann nachher später immer weggeguckt hat, hat man die zunehmende Unsicherheit schon gespürt. Was geht bei dir? Liest du? Mal so, mal so. Und, wie war's? Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, auf bestimmte Dinge eine lange Zeit zu fokussieren. Ich glaube, er möchte lieber bei euch am Tisch sitzen. Er redet lieber mit euch als mit mir. Wow. Weil einfach meine Gedanken mich zu sehr beschäftigen und mich dann ablenken von etwas, dass ich mich auf eine Sache konzentrieren kann. Der möchte Aufmerksamkeit und das mag ich nicht. Hm. Aber gut, ich weiß nicht, ob sie das stört oder... Weil sie macht das nicht. Wenn er mit den anderen redet, dann bleibt sie trotzdem bei ihm. Das finde ich cool. Bist du Krankenpflegerin oder Zahnarztassistentin? Medizinische Fachangestellte. Habe ich gelernt. Hm. Als er meinen Beruf erraten hat, war ich wirklich sehr verdutzt und auch mal sprachlos. Ach, er hat's erraten. Ich dachte gerade, er hat's einfach so gesagt, so mäßig. Ich habe vorher nicht richtig aufgepasst. Erzähl mir nochmal. Aber erraten? Klos, hätte ich nicht gedacht, dass er das so schnell herausfindet. Wie kommst du darauf? Menschenkenntnis. Menschenkenntnis durch jahrelange Erfahrung. Genau eben deswegen, weil ich diesen 380-Grad-Blick habe, weil ich eben mich für andere Menschen interessiere und nicht nur Fokus auf eine Person setze, habe ich eben dieses sensible Feingefühl für die Menschheit und kann dementsprechend auch ungefähr zuordnen, in welche Kategorie dieser Mensch geht. Percy kann also Nicole positiv überraschen. Das hat sie jetzt aber gefreut, ne? Menschenkenner Percy konzentriert sich gerade mehr auf die Pflanzenwelt. Boah, Kresse sind richtig lecker.
Willst du nicht Petersilie? Der Bro, der ist maximal ein Bluff. Ich sag euch, von vorne bis hinten ist dieses ganze Date ein Bluff von ihm. Der hat bestimmt sogar eine Frau zu Hause. Die Kresse alias Petersilie mochte er sehr gerne, habe ich dann gedacht, denn er hat sie sich ja komplett einverleibt. Das ist echt völlig durch irgendwie. Als er die Kresse so gegessen hat, ist jedes Benehmen verloren gegangen. Ich stelle euch schon mal die Rechnung hin. Okay, sie zahlt. Ciao. Nee, ist klar. Percy hat wirklich ein ausgeprägtes Feingefühl. Was passiert hier? What the fuck is going on here? Er rennt weg und schreit, sie zahlt. Ciao. muss ich auch mal probieren. Beim nächsten Date mache ich das auch mal im Restaurant. Dann renne ich einfach und schreie vorher, sie zahlt. Sie muss ja dann auch wirklich zahlen, weil ich bin ja weggerannt. Und die Person, mit der ich da war, ist ja noch da. Also es gibt ja dann eh keinen Drumherum mehr. Die Frage ist jetzt nur, was mit diesem Endinterview ist, wo man so sagt, ob man noch ein Date will. Wo ist er jetzt hingeflitzt? Der ist aufgestanden, hat gesagt, sie zahlt und rennt weg. Nein, das hat er nicht gemacht. Nein. Wie war es sonst? Unterhaltsam. Danke. Alles gut so. Oh, ist embarrassing für sie gerade ein bisschen, ne? Und dann habe ich gedacht, kommt er wieder? Aber er kam nicht wieder. Tschüss. Alles gut. Danke. Schau, ich hätte dir deine Schuhe hergerichtet. Ich finde immer gut, wenn Menschen irgendwas Verrücktes haben, aber wenn die Wurzeln nicht stark genug sind, ja, dann reicht Verrücktsein nicht aus, um interessant zu werden. Mhm. Du hast was leicht was Verrücktes, aber du hast starke Wurzeln. Dankeschön. Halt das bei. Das ist lieb, danke. Oh, die Arme. Haut jetzt wirklich alleine ab? Oh nein, ey. Vielen lieben Dank. Danke auch an euch. Ja. Tschüss. Ciao. Ach, der ist doch noch da. Erzähl mal, was war da gerade los? Hallo. Wie geht's? Gibst du mir Hand? Ah, du bist abgepackt? Nur wegen dem Respekt. Ah, okay. Warum bist du gerade so rausgerannt? What? Ich wollte mal gucken, wie du reagierst, obwohl ich hab's nicht gesehen. Aber ich wollte jetzt wissen, so wie es für dich war. Es war eigentlich nur ein kleiner Scherz von mir. Ich fand's ziemlich... Fandst du nicht gut? Okay, nee, erzähl. Sei ehrlich. Sehr respektlos, muss ich sagen. Okay. Also es war für mich ziemlich respektlos, jemanden da einfach sitzen zu lassen und rauszurennen. Hey, weißt du, das Einzige, was mir leid tut, ist, dass ich nicht auf meiner Position stand und den niedergrätschen konnte. Oder einfach nur den hier. Ja, also. Aber ich will auf jeden Fall nicht auf Schulden sitzen, auch wenn es für dich jetzt egal ist oder so. Aber ich würde dir trotzdem gerne hier noch danke, das was geben. Ich verzichte, vielen Dank. War mir klar. Du hast meinen Job nicht ganz gecheckt. War auch kein Job für dich, war respektlos für dich. Genau. Und dumm und jung und wahrscheinlich so dieser Move. Ich weiß schon, was in deinem Kopf vorgeht. Willst du wirklich nicht annehmen? Ist dir das Geld nicht wert? Ich finde, dass Respekt mehr wert ist als Geld. Danke. Gebe ich dir vollkommen recht. Oh. Sie gibt ihm gerade richtig böse, ne? Und da habe ich dann selbst auch meinen Stolz jetzt. Ja, ich verstehe. Könnte Percy sein schlechtes Benehmen bei einem zweiten Date wieder gut machen? Nein, ich möchte kein Date mehr mit ihm haben. Oh. Oh, war das unangenehm, so komisch unangenehm. Ich war die ganze Zeit, habt ihr gemerkt, dass ich gar nicht so viel zu der Folge gesagt habe die ganze Zeit? Dass ich eher mehr ruhig war, weil ich selber die ganze Zeit nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Allein vom Anschauen her war mir das so unangenehm. Help, liebe Freunde. Aber wir haben es geschafft.
Es ist vorbei. Morgen hier auf dem Kanal Are You The One, die neue Staffel. Falls ihr Bock drauf habt, kommt es dann hier online. Und ja, ansonsten jeden Tag 14 Uhr ein neues Video. Wer nicht abonniert, der hat anscheinend schon. Ich freue mich. Bis dann, haut rein. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story ist.